ist King DDD oder König DDD am Zug. Das ist der hier. Und auch den werden wir natürlich wieder in einem kleinen Einführungsspiel mal kurz kennenlernen. Wieder auf einer sehr neutralen Stage, wo nicht so viel passiert, dass man da auch schön die Moves zeigen kann. Der wird natürlich von seinem Typen hier reingetragen. Der schlägt halt normal mit seinem Hammer zu. Zur Seite und A ist so ein Hammer. Ein etwas weiterer Angriff nach oben ist dann so. Nach unten ist so. Nach oben Smash ist so. Zur Seite und Smash ist so. Unten und Smash. Nein! Das ist natürlich schön, wenn man nach unten und Smash machen will und dann gleichzeitig vom Gegner in die Luft geschleudert wird und man natürlich nach unten drückt, fällt man natürlich 30 mal schneller. Wisst ihr was? Wir machen dann gleich nochmal neu, weil wir haben ja noch nicht mehr die Hälfte aller Moves durchgehabt. Da können wir jetzt noch nicht in den richtigen Kampf starten. So. Unten und Smash wäre so. Mit der normalen B-Attacke saugen wir den Gegner auf. Können aber nicht wie Kirby die Fähigkeiten übernehmen, sondern können einfach so ein bisschen Schaden machen und die dann wieder ausspucken. Mit zur Seite und B werfen wir diese Viecher. Das sind einmal entweder normale One-Dies, so heißen die, glaube ich. Das ist halt die normalen. Dann gibt es halt welche mit nur einem Auge. Die machen dann Blitzschaden. Es gibt aber auch diese Stachelviecher, kann er manchmal werfen. Oder wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel auch Itemkapseln. Das passiert auch manchmal. Oben und B ist dann so. Und B zeige ich euch dann im richtigen Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass Relaxe das den Falco schon umbringt. Naja. Also, richtiger Kampf. Aktivieren. Und weil es so schön ist, spielen wir gleich nochmal auf der Green-Greens-Strecke. Vielleicht zweimal Snake. Unten B ist dann übrigens so. Den kann man auch aufladen. Allerdings nicht zu lange aufladen, weil sonst, naja, explodiert der Hammer. Boah. Ich war übrigens mit König DDD noch nie gut. Deswegen erwartet jetzt keine wirklich gute Leistung von mir. Auf jeden Fall bin ich mit dem wesentlich schlechter als mit dem im letzten Part gespielten Meta Knight. Ah, da hat einer einen Blitz eingesammelt. Das war ein Fail-Blitz. Wie gesagt, manchmal gibt es halt Fehlfunktionen bei Items. Bei dem Hammer, da kann halt der Kopf abfallen. Bei dem goldenen Hammer, der kann zum Gummihammer werden. Das heißt, der macht keinen Schaden. Und die Stoppuhr macht halt normalerweise alle Gegner langsam. Kann aber auch manchmal sein, dass sie nur dich langsam machen. Und halt bei dem Blitz kann es halt sein, dass normalerweise, dass nicht alle Gegner klein werden, sondern nur du klein wirst. Oder dass statt, dass alle Gegner klein werden, werden halt manchmal alle Gegner riesig, wie in diesem Fall. Perfekt. Nein, okay, der hat zum Glück noch keinen Schaden. Das ist natürlich nicht so viel gebracht, dass er das Ding eingesammelt hat. Nein! Okay, unnötiger Lebensverlust. Jetzt wird es nochmal spannend. Das ist vollkommen unnötig. So, und gewonnen. Oh ja, König DDD hat das Ding gewonnen. So, und dann kommt jetzt noch der Spezial-Brawl. Und das Spezial-Brawl.
Spezialbrawl für dieses Mal wird auf jeden Fall keine Curry-Dingens mehr sein. Sondern stattdessen spielen wir mal alle sehr schnell, was den Computer nicht beeinträchtigt, sondern nur mich. Das heißt, es wird jetzt für uns einfach nur mega scheiße und schwer werden. Also wir werden einfach nur verlieren. Ja, die Kampfgeschwindigkeit wurde halt erhöht. Das heißt, die bewegen sich schneller, du failst schneller, die Items kommen schneller und so weiter und so fort. Ich glaube, um das Doppelte oder so wurde die Geschwindigkeit gleich erhöht. Sehen wir jetzt gleich mal in dieser Stage, die sich auch bewegt. Problem ist, dass die Computer das überhaupt nicht interessiert. Der Computer steuert die Computer, spielt halt einfach doppelt so schnell. Das heißt, es wird einfach nur doppelt so schwierig für uns. Also der Computer ist in diesem Modus extrem overpowered. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel gerade gesehen haben, wir haben gleich mal das erste Leben verloren. Ich habe das Ding immer noch nicht deaktiviert. So. CD! Jawohl! Wieso kommt jetzt eigentlich jeden Part eine CD? Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, ich spule hier gerade vorne so ein Kram, aber es ist echt mega hektisch so, mit dieser Geschwindigkeit. Man sieht teilweise überhaupt nicht, was abgeht. Wie gesagt, der Computer fühlt sich davon überhaupt nicht beeinträchtigt. Also, er wird nicht schwächer oder so, weil sich jetzt plötzlich alles schneller ist. Und dann ist einfach so, ja genau, Pummelup springt da in letzter Millisekunde noch dazwischen, damit wir nicht riesig werden, sondern sie. Ja, da könnten wir überhaupt nichts machen. Und da sieht man es halt, der Computer ist extrem overpowered in diesem Modus, weil der wird davon halt überhaupt nicht beeinträchtigt. Der spielt einfach normal. Halt einfach in dreifacher Geschwindigkeit. Beide reingehüpft. Jetzt macht hin. Ihr seid schon doppelt so schnell, deswegen macht es jetzt bitte auch doppelt so schnell zu Ende. Die Zuschauer wollen sehen, wie ich was mache und nicht, wie sich hier zwei Computergegner gegenseitig irgendwie wegballern. So. Perfekt. Pummelhof hat das Ding gerockt. Das war der Special Part für dieses Mal. Diese ganzen... Achso, wir haben die Eröffnung von Super Smash Bros. Melee bekommen. Ja. Weckt auch Erinnerungen. So. Also diese ganzen Sachen hier, wie zum Beispiel extrem schnell oder mit der Steinschwerkraft und so einen ganzen Kram, das macht alles viel mehr Sinn und auch viel mehr Spaß, wenn man das gegen echte Spieler spielt, also im Multiplayer quasi und nicht gegen Computergegner, weil Computergegner werden davon halt meist, wie gesagt, nicht, die lassen sich davon nicht beeinträchtigen, der Computer steuert die halt einfach so, als der beschleunigt halt nicht nur die Bewegungstempo, sondern auch die Reaktionstempo vom Computer, wodurch er halt, naja, einfach viel, viel stärker wird als normal, das Spiel wird einfach viel, viel schwerer dadurch und ja, quasi hat nur der Spieler Nachteil, der Computer nicht, was ich blöd finde, aber gut. Ließ sich wohl nicht anders entwickeln, was weiß ich. Wir machen jetzt hier den Classic-Modus und starten gegen Toon Link. Bereit? Auch passt, dass hier das Ruder nicht rausfährt. Oh, wir haben eine Bombe gefangen. Allerdings sind wir noch wieder ins Nichts geworfen. Und wie gesagt, ich bin mit König DDD nicht gut. Überhaupt nicht gut. Der ist mir viel zu langsam mit seinem Bewegungstempo. Also quasi das genaue Gegenteil von Meta Knight, der einfach extrem schnell ist mit seinem Angriffstempo. Oh, jetzt kommt schon wieder das Scheißteil. Versteht ihr mich langsam, was ich meine mit, es kommt zu häufig? Schade, hätte er nicht zuerst rausfliegen können. Hätten wir nämlich kein Leben verloren. Naja. Riesen-Yoshi kriegt wieder aufs Maul. Der arme Dino wird wieder verprügelt. Von der Affenbande. Oh.
Und Riesen-Yoshi ist kaputt. Gegen Pummeluff. Pummeluff. Gleich mal Toon Link und Pummeluff reingeschmissen hier. Und die beiden neuen. Und Pummeluff macht uns auch wieder platt, weil wie gesagt, ich bin mit König DDD einfach sau schlecht. Der ist mir viel zu langsam von seinen Angriffen her. Der hat so langsame Angriffe und die sind dabei noch nicht mehr stark. Und was kommt schon wieder? Das Dragoon-Teil. Es ist einfach so zum Kotzen, dass das jede Runde kommt. Ich meine, gut, wenn er mal trifft, dann fliegt der Gegner halt auch recht weit weg, wie man jetzt gerade eben gesehen hat. Aber dafür sind die Angriffstempo halt einfach so langsam. Was war das denn? Warum hält er sich denn nicht fest? Pummeluff auch schon zwei von den Dragoon-Teilen. Ja, der macht uns einfach platt, weil wir weil König DDD scheiße ist. Oh, zum Glück ist Pummeluff nach vorne und wir nach hinten geflogen. Weil eigentlich sind wir zuerst weggeflogen. Also wir waren, hatten mehr Prozent Schaden, das heißt, wir sind schneller weggeflogen. Das heißt, wir wären auch zuerst gestorben. Da man aber zufällig entweder hinten oder vorne runterkommt und man vorne halt schneller stirbt als hinten, haben wir einfach mega Lack gehabt, dass Pummeluff nach vorne geflogen wäre. Also das war... Eigentlich wären wir zuerst gestorben und dann wären wir jetzt das erste Continue gewesen. So sind wir halt irgendwie durch ganz viel Lack noch weitergekommen. War auch schon mega viel Schaden. Aber die beiden Computer auch. Und deswegen können wir den wegkloppen und den wegkloppen. Das ist das Einzige, was König DDD kann. Mit seinen Hammerschlägen einfach die Gegner mega weit wegballern, obwohl sie noch gar nicht so viel Schaden haben. Aber ansonsten kann der nichts. Der kann zwar auch so ein bisschen fliegen wie Kirby und König DDD, aber halt auch viel zu klobig. Also er steuert sich irgendwie, finde ich persönlich, einfach viel zu behäbig. Auch vom Angriffstempo her und von... Gut, soll er halt auch sein, ne? Ist halt ein fetter König. Der hat das Ding beinahe die Zielscheibe für uns getroffen. Das kann nicht wahr sein! Genau zwischen den beiden, die ich jetzt gerade geworfen habe. Jetzt kann natürlich das... Oh, die sind wieder gerutscht. Könnt so kotzen. Na also, geht doch. So... Haben wir zumindest den Stachel-Ding eben mal gesehen. Und jetzt einer der schnellsten Angreifer gegen einen der langsamsten Angreifer. Super. Kopfnuss! 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 Kopfnuss. Einfach die beste Taktik gegen diese Teams. Wenn die auf einer kleinen Strecke spawnen. Dann spawnen die halt meistens alle immer auf derselben Stelle und da stellt man sich dann hin. Und die ganze Kopfnuss. Jetzt kommt wieder hier die Selbstmörderin. Oh, diesmal hat sie sich tatsächlich noch retten können. Mach das nochmal bitte. Yep. Oh, hat sie wieder retten können.
glaube, hier werden wir sterben. Oder auch nicht. Puh. Gegen Fox. Oh, Fox und Falco. Die kommen auch irgendwie jedes Mal mit. Ein Problem ist halt, dass die beiden auch extrem schnelles Angriffstempo haben und wir halt immer noch unser klobiger Drecksklump sind. Captain Falcon sich gleich nach 20 Sekunden fast selbst umgebracht stellen. Nicht mehr nach 20 Sekunden, nach 5 Sekunden. Und hier, Falco hatte noch nicht 4% und trotzdem fliegt er schon extrem weit weg. Das ist halt das Einzige, was der König DDD einigermaßen kann. Mit extrem heftigen Angriffen den Gegner schon weghauen, bevor der überhaupt wirklich viele Prozente hatte. So. Läuft eigentlich doch ganz gut dafür, dass es so scheiße anfing mit König DDD. Oh, Riesen Bowser hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber auf dieser kleinen Stage ist das eigentlich sogar ganz gut machbar. Solange wir noch fliegen, kann man halt recht leicht runterfallen, sag ich mal. Jawohl. Auf dieser Ministage gegen den Riesen zu kämpfen, ist meist eigentlich eine ganz nette Aufgabe. Game & Watch ist einer der leichtesten Charaktere, das heißt, er fliegt auch mit am leichtesten weg. Das heißt, mit einem richtig schönen Smash zur Seite könnten wir den tatsächlich auch schon mit 20% oder so hier raus befördern. Ah, schade, ich hatte gehofft, dass der genau in der Sekunde da drin stehen bleibt in den Dingern. Und dann nicht rausfliegt, aber stattdessen schleudert er uns raus. 7% Schaden haben wir dem zufügen können, na super. Aber wir haben es immerhin bis Stage 9 ausgehalten, obwohl ich mit dem Typen nicht umgehen kann. Schon wieder kommt das Dingens. Das ist der gute Teil. Ja, der hat uns natürlich perfekt in die Kombo da reingeworfen. Oh, jetzt sind wir down. Wegen diesen verkackten Scheißwächtern da. Du musst ihn doch nur einmal treffen, den Wichser da! Mann! Wie der die ganze Zeit hier mit mehreren 100% rumgejumpt ist, und wir ihn einfach nicht getroffen haben. Können wir die auch alle wegkopfnüssen? Ah, die haben sich gegenseitig aufgehalten. Hab nach oben gespammt wie ein Bekloppter, aber aus irgendeinem Grund ist er nicht geflogen. Ja, die können nicht unverwundbar sein, weil das Teamfights sind. Das heißt, nur wir haben quasi was davon gehabt, dass wir im richtigen Moment gesprungen sind.
mag diese Stage übrigens auch gerne. Das sind halt an die WarioWare-Spiele, das ist halt angelehnt. Und dieses bestehen halt auch aus ganz vielen Minispielen. Und das hier ist halt auch so ein. Besteht halt auch aus ganz vielen Minispielen. Bereit? Man hat immer 5 Sekunden Zeit, um halt schnell zu reagieren. Zum Beispiel muss man irgendwas meißeln oder muss halt verspotten oder man muss halt, keine Ahnung, in dem Fall zum Beispiel einfach im richtigen Moment springen oder unter einem Regenschirm bleiben und so einen ganzen Kram. Und das ist halt auch einzigartig und deswegen mag ich die Stage. Ich mach keinen Schaden. Machen wir es halt so. So, jetzt werden wir unser zweites Continue verbrauchen. Gegen Kirby, Ness und Zelda. Okay, hätten wir Kirby eben fast schon rausgehauen. Und ich habe wieder nach oben gespammt wie ein Bekloppter, aber weil ich vorher vor einer Dreiviertelstunde einmal A gedrückt habe, konnte halt nicht mehr fliegen. Ich hasse die König DDD einfach wie die Pest. Ist einer der schlechtesten Charaktere, wie ich finde, im Spiel. Das Einzige, was er kann, ist halt die Gegner gut wegschlagen, aber das geht auch irgendwie nur, wenn die Gegner halt mal wirklich still stehen bleiben. Und das machen sie halt nur selten. Ansonsten ist er langsam, braucht ewig, bis er reagiert auf Befehle, die man hier im Controller gibt. Weil wenn er einen Move gemacht hat, muss er diesen Move erstmal bis zu Ende ausführen, bis er den nächsten Move machen kann. Und schon wieder kommt Dragoon. Was soll man auch anderes erwarten? Ich hab nach links gedrückt, nach links! Okay, Ness wird jetzt gehen. Oder auch nicht. Könntest du die jetzt bitte mal treffen? Einfach irgendwie treffen. Irgendwie. Okay, mit 2 Leben zur Meisterhand, das sollte funktionieren. Also haben wir wahrscheinlich, wie es aussieht, auch wieder 2 Continues verbraucht. Immerhin kamen wir bis Stage 9 oder so. Ja, ohne Verbrauch eines Continues. Oder 7 oder so war das ja. Was immerhin besser war, als ich erwartet hatte. Okay, wir werden doch mehr als 2 Continues brauchen. Weil der Anfang schon mal so mega scheiße war. So. Na, sieht jetzt doch ganz gut aus eigentlich. Verdammt, das Schild ist durchbrochen. Aber zum Glück macht jetzt nur ein Laser und nichts irgendwas, was uns wegschleudert. Aber stattdessen können wir uns überhaupt nicht bewegen. Super. Hat ja gut funktioniert. Aber ein bisschen Schaden konnten wir noch machen, bevor wir jetzt sterben.
Oh, immer noch nicht. Er schafft es gerade einfach nicht, uns den Final Hit zu setzen. Jetzt wird er schaffen. Weil König DDR einfach viel zu klobig ist, um spontan mal kurz zu springen. Das muss man eine Dreiviertelstunde vorher planen. Dann kann er das hinkriegen. Wie jetzt zum Beispiel auch wieder. Ich habe direkt springen gedrückt, als er nach oben geflogen ist. Aber er muss ja erstmal seine Dreiviertelstunde seinen Bohrattacke nach oben fertig machen. Und dann muss er sich noch 3 Stunden vorbereiten. Und dann kann er langsam hochhüpfen. Ah, einer der schlimmsten Charaktere des Spiels, aber mit dem haben wir jetzt erstmal abgeschlossen. Und mit König DDD auch den Classic-Modus beendet. So. Kann ich hier gleich schon mal abhaken. Obwohl, ich kann ja noch ein bisschen schießen, bringt jetzt ja alles Münzen ein. Falls ihr euch fragt, warum ich die Credits nicht beschleunige, ist, dass ihr so ein bisschen die Musik der jeweiligen Charaktere im Hintergrund noch hören könnt. Ah, Kirby-Musik. Jetzt erkenne ich sie auch. Der Anfang war eher so ein bisschen Remix oder was? Musik. Die ist immer so schön lustig und so schön spaßig und so schön munter und froh. Und wie gesagt, ich habe einfach mega Bock momentan zur Kirby-Reihe. Ich habe bislang halt in meinem ganzen Leben nur ein einziges Kirby gesehen, aber gespielt. Aber ich habe so viel von Kirby gesehen und jedes Mal wieder gedacht, ach, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Boah, das sieht auch ganz gut aus. Das sieht auch eigentlich ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus, aber ich habe es nie gespielt. Und je mehr ich dem Super Smash Bros. Spiele momentan, umso mehr Lust kriege ich auf Kirby. Deswegen wundert euch nicht, wenn demnächst irgendwann plötzlich oder vielleicht sogar schon bereits gestartet ist, ein Kirby-Let's Play irgendwo auf meinem Kanal erscheint. Glückwunsch! Toll. So, das war König DDD. Auch den können wir von unserer Liste streichen und jetzt kommt ein Charakter, den wir gerade in einem anderen Let's Play, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wie das hier veröffentlicht wird. Ich habe jetzt ja doch einige Parts im Voraus aufgenommen. Auf jeden Fall war der da auf jeden Fall Protagonist, nämlich Olimar wird im nächsten Part dran sein. Der Herr der Pikmin, derjenige, der Hokotaterianer, der die Pikmin, ja, als erstes gefunden hat. Und dann dort auf seinem Heimatplaneten von ihnen berichtet hat. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Pikmin und Olimar am Start sind. Also bis dann und auf Wiedersehen.